Hi, heute gibt's 4 verschiedene Soulfood-Rezepte für euch. Fangen wir auch direkt mit dem ersten Rezept an. Das sind Bananen-Himbeer-Pancakes. Die sind super lecker und gehen auch noch ganz, ganz einfach. Der erste Schritt besteht darin, dass wir eine Banane zermatschen müssen. Nehmt dabei am besten eine schön reife Banane, auch wenn sie von außen schon richtig dunkel ist. Es ist perfekt für dieses Rezept. Dann gebt ein Ei dazu und das verquirlen wir alles, damit so eine homogene Masse wird. Und das wären jetzt diese Bloggy Lattes Pancakes, aber ich finde die Konsistenz von denen nicht allzu toll. Deswegen habe ich hier noch ein bisschen Mehl dazu gegeben. Das sind 3-4 Esslöffel. Die genauen Mengenangaben findet ihr aber unten in der Infobox. Und dann noch ein bisschen Milch dazu, einfach damit ihr so eine Teigkonsistenz habt. Ihr müsst einfach ein bisschen mehr dazu geben, wieder rühren, einfach so anpassen, wie es euch am liebsten ist. Und Zimt. Bei mir darf Zimt nie fehlen. Falls ihr Zimt nicht mögen solltet, dann lasst ihn einfach weg. Aber ich mag ihn ziemlich gerne. Dann habe ich ein bisschen Butter in eine Pfanne gegeben, habe die Pfanne erhitzen lassen auf mittlere Stufe. Hier ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass ihr den Herd nicht hochschaltet, sondern dass ihr die Pfannkuchen wirklich ausbacken lasst. Das heißt, langsam vorgehen. Und während dieser Zeit könnt ihr Himbeeren auftauen lassen und ein bisschen Quark dazugeben. Hier ist eigentlich auch so nach Augenmaß, wenn ihr mehr Himbeeren wollt, dann mehr Himbeeren. Falls ihr es cremiger haben wollt, dann Quark oder griechischen Joghurt. Und hier seht ihr, wann ihr den umdrehen könnt. Also er sollte schon so fest sein, dass ihr ihn praktisch mit den Fingern dann so hochziehen könnt, weil dann zerplatzt er auch nicht oder reißt er nicht. Und am Ende sehen die so aus. Jetzt nur noch den Quark drauf. Das war eigentlich auch schon die ganze Arbeit. Das ist ein super leckeres Rezept, geht auch wirklich, wirklich sehr, sehr schnell und ist was Besonderes, auch gerade für einen Sonntag oder wenn es euch einfach scheiße geht und ihr wollt euch was richtig Gutes gönnen, ist das was ganz Tolles. Ich habe das mit Himbeeren, natürlich im Quark, Heidelbeeren und Bananen gegessen, das war super lecker. Und als Hauptmahlzeit hier mein Ratatouille. Ihr seht, was ich dafür benutzt habe. Auberginen, Paprika, Zucchini, Zwiebeln, Dosentomaten, Kichererbsen, Tomatenmark und Parmesan ist hier an dieser Stelle optional. Das sind die Portionen, die ich genommen habe. Das war eine relativ große Portion. Also es hat mir wirklich für 2-3 Mahlzeiten gereicht. Und wie gehen wir als erstes vor? Natürlich als erstes das Gemüse klein schnibbeln. Ich habe das jetzt einfach alles in so Scheibchen geschnitten, aber das ist einfach, wie ihr es am liebsten mögt. Falls ihr lieber das in kleinere Stücke bzw. in Würfel haben wollt, dann macht das so. Ich bin das einfach so angegangen. Die Aubergine habe ich aber jetzt nicht in Streifen geschnitten, sondern in so kleinere Würfel, weil die Konsistenz von der Aubergine nicht so fest ist wie von den anderen Zutaten. Und ich wollte sie am Anfang richtig schön kross braten und deswegen habe ich die Stücke einfach kleiner geschnitten. So, jetzt habe ich ein bisschen Öl in eine Pfanne gegeben und lasst die Pfanne richtig heiß werden. Also, dass ihr dann die Auberginenstückchen reintut und die auch wirklich angebraten werden. Also, sie sollen nicht nur gedünstet werden, sondern die sollen auch richtig schön krosse, braune Stellen kriegen. Und das macht ihr jetzt mit allen Gemüsesorten. Und habt auch keine Angst, lasst es wirklich so 10 Minuten in der Pfanne und dass es alles schön kross wird, damit es nicht einfach alles so zermatscht. Gerade bei der Aubergine, weil die von der Konsistenz her doch weicher ist. Und hier seht ihr, wie das vom Ergebnis sein sollte. Also diese braunen Stellen sind auch wirklich gewollt und ich finde gerade bei diesem Gericht einfach essentiell. Hier öffne ich so ein bisschen die Mitte, um der Tomatenmark und die Dosentomaten hineinzugeben. Da war meine Pfanne ein bisschen heiß, muss ich sagen. Da musste ich ein bisschen schneller arbeiten, weil sonst hätte es alles voll gespritzt. Dann einfach damit vermischen. Und ich wollte, dass es alles noch ein bisschen andickt, weil ich wollte so einen richtigen, ja, eintopfartige Konsistenz haben und nicht unbedingt so eine Suppe. Und dann habe ich ja eben so einen Deckel drauf gegeben, 5 Minuten köcheln lassen und dann, sobald es fertig ist, nur noch die Kichererbsen. Ich habe da 3/4 der Dose genommen, das hat auch super ausgereicht und das war sehr toll. Und ja, das ist auch schon das Endergebnis. Ihr könnt es mit Reis essen. Ich habe dazu Quinoa gemacht und angerichtet sah das dann so aus. Also ein sehr leckerer Augenschmaus noch dazu. Und es war so schön warm und es lässt dann einfach gut fühlen und es ist so ein richtiger Kuss für die Seele, für den Gaumen.
Das ist so ein Snack, den ich liebe, den ich wirklich, wirklich liebe. Wenn man ganz schnell etwas mega Leckeres braucht, mache ich immer das. Als erstes nehmt ihr so einen Tortilla-Fladen und dann tut ihr einfach ganz normales Tomatenmark und Feta-Käse drauf, mehr nicht. Und dann könnt ihr noch optional mit Basilikum, schmeckt es halt richtig gut, falls ihr es zu Hause habt, macht ihr es drauf. Und dann legt ihr diesen Tortilla-Fladen bei mittlerer Hitze in eine Pfanne ohne Öl, ohne nichts und dann in anderen Fladen drauf. Jetzt müsst ihr ein bisschen warten und wenn ihr seht, dass der obere Fladen, dass die Ränder sich so hoch formen, dann ist es jetzt der optimale Zeitraum, um das zu wenden. Flops. Und dann müsst ihr nur noch von der anderen Seite auf warten, bis es auch angebraten ist, sage ich mal, weil dann ist alles in der Mitte schön geschmolzen. Das schmeckt so lecker. Das schmeckt viel, viel besser als so ein einfaches Brot oder Sandwich. Und letztendlich ist es genau der gleiche Aufwand, wenn nicht sogar weniger. Der Nachteil, wie ihr auch hier sehen könnt, ist das Schneiden ein bisschen schwer, weil es auch gerade so heiß war. Aber ich sage euch, das war so lecker, so unglaublich lecker. Das ist auch eine super Idee, falls ihr irgendwie Freunde zu Hause habt, einen Filmeabend macht. Das ist unglaublich gut. Vor allem kann man das auch mit Sachen füllen. Also das war jetzt so die einfachste Version von allen. Aber ihr könntet Thunfisch reintun, ihr könntet Mais reintun, ihr könntet alles Mögliche reintun. Und es ist einfach was Besonderes. Und voilà, sieht das nicht sehr lecker aus. Und das ist für mich so richtig Soul Food. Wenn man einen dummen Tag hatte, wenn alles scheiße gelaufen ist, dann gönnt man sich sowas. Und Brownies, ich meine, wer liebt nicht Brownies? Und wenn man auch noch eine Brownie-Variante hat, die gesünder ist, hallo? Dafür vermischen wir Mehl, Kakao, Zucker, das heißt alle trockenen Zutaten, auch den Zucker, Salz, Natron, Backpulver, alles gemeinsam. Und hier verrühre ich es einfach mit einem Löffel. Und der nächste Schritt ist, dass wir zwei Eier nehmen werden. Und ich habe sie im Vorfeld schon mal so ein bisschen verquillt. Gebe sie dann zu diesen festen Zutaten, beziehungsweise den trockenen Zutaten. Und werde das dann gleich mit dem Schneebesen verrühren. Ihr werdet aber gleich merken, dass die Konsistenz einfach viel zu fest ist und dass sich dann so ein Klumpen bildet. Das ist aber absolut nicht schlimm, weil jetzt kommt nämlich unser Butterersatz, nämlich Apfelmus. Dafür habe ich von Baby Vita diese Babygläschen Apfelbanane genommen. Das hat sich super dafür geeignet. Und voilà, ihr könnt gleich sehen, dass die Konsistenz so einem richtig schönen Teig wird und einfach so eine klassische Brownie-Konsistenz wird. Und das hat sehr lecker geschmeckt. Es hatte so einen leichten Apfelgeschmack, aber ich persönlich liebe ja total Obst. Und ich finde auch, dass der Apfelgeschmack und Bananengeschmack relativ gut mit dem Brownie harmoniert hat. Ich mag es halt, wenn die Brownies so ein bisschen fudgy sind und deswegen habe ich Zartbitterschokolade reingegeben. Müsst ihr nicht, könnt ihr aber, wenn ihr wollt. Und hier habe ich eine Springform eingefettet und den Teig dazu gegeben. Ihr seht einfach, dass es die perfekte Konsistenz hat, dass das Fehlen der Butter einfach überhaupt nichts ausgemacht hat. Und das gibt ihr dabei Umluft mit 150 Grad, 20 Minuten in den Backofen. Und dann ist es auch schon ratzfatz fertig. Und hier seht ihr das Ergebnis. Alles in so Brownie-Stückchen teilen. Ich habe sie jetzt so ein bisschen kleiner geschnitten, weil ich das zum Snacken eigentlich immer ganz gut finde, wenn man nicht so Riesenstücke hat. Aber macht es einfach so, wie ihr wollt. Und das ist die Nahaufnahme. Also super fluffig, super lecker. Auch diese Schokostückchen sind in der Mitte geschmolzen. Kann man nur empfehlen. Fand ich richtig gute Idee. Und ja, das sind meine Social-Media-Plattformen. Falls euch meine Rezepte gefallen haben, falls ihr noch mehr Inspiration haben wollt, gerade zu essen, auf Instagram poste ich täglich was. Und ich würde mich auch noch sehr über ein Abo und über einen Daumen hoch freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!